Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Heute wollen wir das ME-System beenden. Und dafür müssen wir jetzt hier das, nicht das Schablonen, die ME-Konsole bauen. Und dafür brauchen wir zwei Glowstone, ein Redstone, ein Eisen und hier von dem Quarzglas. Für das Quarzglas müssen wir hier, wo war's, hier einmal 5 Stück reinlegen. Dann wieder kräftig kurbeln. Ja, ich war extrem viel farmen gerade. Ich habe mir auch einiges liefern lassen. Allerdings war ich auf Farmen. Nur irgendwann habe ich dann festgestellt, es macht keinen Sinn. Bin rausgegangen und habe eine Bestellung bei Sieg aufgegeben, beziehungsweise bei Lili. Und die haben mir das dann alles besorgt. Weil die kommen ja aus einer anderen Stadt anscheinend. Sie sagen allerdings, es wäre viel zu weit weg, um dahin zu reisen. Von daher, ich glaube ihnen das auch, weil die sind vor Ewigkeiten losgereist. Ich meine, guckt euch mal an. Wir haben mittlerweile Tag 105. Naff. Im Beginn und wann sind die angekommen? Nach 65 Tagen. Also echt, das scheint eine ganze Weile gewesen zu sein, die sie gereist sind. So gut, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss kurz noch was erledigen. Bis gleich. Haut rein. So, da bin ich wieder zurück und wir waren jetzt dabei, das Terminal zu craften. Die Konsole, Entschuldigung. So, das wäre dann hiermit erledigt. Dann brauchen wir das und das. Und dann können wir das Terminal nämlich jetzt schon mal direkt da dran machen. So, an dem Leuchten erkennt ihr jetzt, dass es mit Energie versorgt ist. Allerdings können wir da nichts reintun, weil uns noch die Speicherzellen fehlen. Dafür brauchen wir noch mehr Quarzglas. Das heißt, wir können noch mal weitere 5. Ja, komm, machen wir direkt 10 draus. Die machen wir jetzt gleich, aber in der, ja, obwohl in der Zwischenzeit bringt nichts. So, dann machen wir das jetzt mal, das ist mit Energie versorgt, alles schön und gut. Das heißt, wenn wir Glück haben, kann ich gleich schon mit dem Lager umziehen. Beziehungsweise das mache ich tatsächlich offscreen. Was da unten dann reinkommt, da weiß ich noch tatsächlich nichts drüber. Beziehungsweise, nee, das ist drüber, ne? Möglicherweise baue ich da eine riesige Lava-Produktion hin. Mit den ganzen Crucibles. Aber mal gucken. Möglicherweise wird auch was komplett anders gemacht. Vielleicht mache ich hier auch einen Durchbruch, einfach eine Durchdeckung, mache das unten drunter. Oder eine Nahrungsmittelproduktion muss ja auch noch rein und so. Also, das hat echt noch Spielraum. Und vor allem auch noch Zeit. In der nächsten Folge kümmern wir uns erstmal darum, dass wir das Rathaus fertig machen. Dann werden auch Steuern erhoben für die Bewohner, weil, soweit ich weiß, soll das Haus bis zur nächsten Folge dann auch fertiggestellt sein. Und dann sollen da auch Bewohner einziehen können. Und ja. Also, was brauche ich denn jetzt eigentlich hier für einen? Was war denn das? Wir brauchen einen Logikprozess. So. Den haben wir ja schon oft gemacht. Einmal. Und, aber ich weiß ja noch, wie er geht. Von daher. So, dann ein Siliziumdruck. Brauchen wir noch. Und dann haben wir beinahe ein funktionierendes ME-System. Ich freue mich.
Ups. Und ein Redstone. So, wo ist sie denn hier? Dann haben wir die 1K ME Speicherzelle bekommen und ein Achievement, besser als Truhen. So, hier rein und seht ihr, wir können Sachen reinlegen. Yeah! Das Problem an denen ist, dass sie extrem schnell leer gehen. Voll werden, wollte ich sagen. Hier seht ihr es nämlich, wenn wir hier drauf gehen: 328 von 1024 genutzte Bytes und 26 von 63 Typen. Allerdings, trotz allem bin ich froh, dass ich das habe. Ich will es ja auch erweitern und bessere Karten holen. Allerdings, das dauert tatsächlich noch was. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann direkt unten. Und ciao.